Und da sind wir wieder mit der neuen Folge. Und der neuen Fracht, die wir haben. Genau, und jetzt wollen wir das Schiff hier durchstöbern und gucken, was da drin ist. Und da unsere Beute verteilen an Frachtgüter. Bei dir dann? Ist drin. Golderz, Magnesium. Oha. Gold, Silizium. Ja. Ja, dann lass uns mal alles rausnehmen, würde ich sagen. Ich würde sagen, da haben wir eine gute Beute gemacht. Konntest du den einzelnen Container hinfliegen, wa? Ja, Motoren sind da drin. Okay. Da ist ein Handbohrer drin. Bohrer? Handbohrer, den... Ist das ein normaler Handbohrer oder? Wie soll ich mir das jetzt vorstellen? Ich sehe gar nicht deinen normalen Handbohrer, den du findest. Ja, ich pack das gerade mal unten in die Lager, unserer Lager. Da sind nämlich zwei Handbohrer drin. Ich weiß jetzt nicht, ob das bessere sind oder. Der hat sowas schon drin. Ja. 22 Kilo, 1020 Liter Blumen? Bitte? Das ist genau der gleiche Handbohrer. Das sind Standard, das sind die Sachen, die wir auch haben. Das sind jetzt nicht bessere oder so. Das sind die ganz normalen Standardwerkzeuge. Ja. Falls man mal irgendwie seins verliert, geht das? Theoretisch schon. Doof. Aber wenn man ja stirbt, dann spawnst du ja eh mit neuen. Deswegen, wer verliert seine Bohrer und sowas? Ja, deswegen, ich werde ich jetzt gleich rausschmeißen. Wenn man den Bohrer nicht unbedingt einlagern. Das wäre ja Quatsch. Das mal sagen. Computerchips noch und Herstellungskomponenten auch noch. Ja. Pack jetzt die Bohrer dann noch ein. Okay. Und dann würde ich sagen, wenn wir das ja das Schiff ja auch bald auseinanderführen. Ja. Richtig. Dann gibt massig Teile. Nicht ja gut. Wobei unsere kleinen Fachcontainer nicht mal gefüllt sind. Wie viel passt eigentlich in die großen rein? Ja. Wäre auch mal interessiert. 375.000. Okay. Ich würde sagen, das ist einiges. Kann so übel rein, ne? Reaktor, ich nehme mal den Uran raus. Ja genau, mach das mal. Das kannst du in den großen Reaktor reinpacken. So. Ja, ich bin erstmal voll, ich habe 2000 Eisen aufgenommen. Okay. Von 4000. Der Erze nach links. Kannst du auch, ist egal, wie du das machst. Ja, aber dann hast du direkt einen besseren Überblick, wie viel Eisenerz wir haben. Das müsste der... Ne, genau. Nein. So, ich bin... voll. Schon wieder. Boah. Eisenerz. Haben wir denn, ey?
Okay. Wir haben 6.875.007 Kilo. Also ernst. Reaktor ist doch hier, oder nicht? Die haben mehrere Reaktoren. Ich bin gerade an einem. Hab grad das Uranium rausgenommen. Achso, sehr gut. Ja, das habe ich nämlich gerade gesucht. Oh, ist leer, ne? Ja, ist leer. Super. Würde ich mal sagen, ich mache mich weiter an meinen eine Aufgabe. Ja. Und da sind wir wieder. Immer noch beim gleichen Spiel, immer noch beim gleichen Tür. Oh ja, und wieder mal schwer am Arbeiten. Genau. Was ist unsere heutige Mission? Oder unsere jetzige Mission? Für die Leute, die jetzt erst eingeschaltet haben. Ja. Frage. Was hast du als Mission für dich gesetzt? Oder für uns? Jetzt meine momentane Sidequest, würde man sagen, ist den Bauch des Schiffes vergrößern. Aber unsere Hauptmission ist natürlich, dieses gesamte Schiff einfach zu vergrößern. Oder wieder flott zu setzen. Das ist korrekt, genau. Da das Micha ist ja in den Asteroiden gesetzt. Richtig. Ja. Doof kann's laufen, aber... Ja. Dumm gelaufen. Alles Schiff kaputt. Was können wir machen, ne? Machen. Genau. Schöne Arbeit. Es sind schon 1200 Startplatten. Wie bitte? 1200 Startplatten liegen auch für dich bereit. Mann. Das ist schnelle Arbeit. Ich brauche schneller Arbeit als du auch. Boah. Überleg mal, wenn ich jetzt noch vom Rumpf die ganzen Stahlplatten hier rausrupp wieder. Oh. Vom Bauch. Das ist auch noch ein paar tausend, glaube ich mittlerweile. Zwei Schiffe zerlegt hat ganz am Anfang, aber hat schon eine ganze Menge Stahl, die war. Ups, jetzt fliegt das halbe Schiff nicht wieder weg, ne? Nö, diesmal nicht. Hoffst du? Weiß ich. Der ist schon längst geflogen. Wie bitte? Weil ich werde jetzt mal zwischendurch mal das Uran rausholen. Ja, ganz gut. So, wie sieht's aus? 7 Tage. Von 3 auf 7. Oh Mann. Und wir haben noch nicht alles drin, oder? Nee. Hier, jetzt müssen wir mal vorbei. Ich kann mal rein. Ja, damit kann man arbeiten. Jetzt momentan nicht, ne? Vielleicht später mal. Wie bitte? Ja, die Ladezellen jetzt momentan nicht, aber vielleicht später mal. Ich dachte, wir steigen ein bisschen schneller auf Solar um, aber... Naja, aber dass wir ja Uran, so viel Uran haben. Ich muss das mal
glaube ich auch. Habe ich aber auch. Ich muss schnell auf die Zeit umsteigen müssen. Okay. Ich habe auch Boden. Oh ja! Oh ja! Oh ja! Wo ist das? Das sind gerade so typische Passagen, wo man einfach bei YouTube ein bisschen weiterspult. Ja. Oh, jetzt wird's interessant. Ja, ja. Acht, Michael. Aber easy. Schaff. Sehr gut. Kann man sich den Hauptschiff mal schön hier von außen angucken. Schön am Arbeiten lassen. Mit dem Gerüst so an der Seite, weißt du, das sieht echt aus wie vom, das wie vom Bau, ey. Noch in der Werft. Ja, das ist schlimm. Überleg mal, jetzt werden noch 3-4 Leute mehr oder so. Ja. Müsste ja nichts zu sagen, ey. Noch ein Cockpit? Ja, ich steh Cockpit 2. Dein Grund haben wir noch, ne? War ganz komisch. Ja, ich auch. Komisch. So, das wird jetzt nur noch von diesem kleinen Dicker behalten. Aber eigentlich müsste doch im Weltraum absolute Stille sein, oder nicht? Hm. Das ist eine gute Frage. Oder nee, ist doch so. Also es existiert ja keine Atmosphäre, die den Schall übertragen kann. Das ist richtig. Also Philipp, keiner schreit. Ja. Eigentlich schon, aber hier hörst du alles. Kann man jetzt positiv auslegen oder nicht? Ja, genau. Oh Gott.
6%. Hätte man mal schon arbeiten können, Mensch. Ja, echt mal. Was mache ich denn so viele Pausen, ne? Ah, ich glaube, die müssen wahrscheinlich auch den Lebensmittel machen. Wieso? Ja, der erste ist schon richtig voll und der zweite, den fange ich jetzt an mittlerweile. Also, das dauert nicht mehr weiter. Könnte sein, dass das Ganze schon da rein. Oh, so. Ja. Mal gucken. Wie bitte? Ich hab geguckt, ob du schon wieder mit Metall rausgekommen bist. Nö, ich versorg... Ja, ich versorg mich selber mit Metall hier. Stimmt, du weißt ja, du baust auf. So, jetzt ist das erste Teil getrennt, haben schon. Der Rest fliegt durch die Gegend, oder was? Nö, nö, der ist der still. Das ist ganz... Heißt, wenn jetzt die Triebwerke abbauen. Groß. Triebwerkskomponenten, 960. Ja, dann... Hallo. Tot voll. Guten Abend. Machen wir später. Ich ziehe euch erstmal wieder runter. Okay. Bis noch. Ich war jetzt mal ein bisschen böse, aber. Och, ich falle ins Nichts. Wie bitte? Ich falle ins Nichts. Ich hab den Blick ausgekommen. Wer ist denn alles da gewesen? Lukas und Maxel. Ah. War schön, dass man. DS-Channel als Aufnahme betitelt, damit sowieso jeder reinkommt.
glaube, ich habe gleich das Triebwerk abgeschlossen. Glaubst du, ist gut? Ja. Nee, kann auch ein bisschen dauern. Wo ist das denn? Ja. So, komm. Den nicht auf dem Kopf nehmen. Nee, verstehst du. Wollen wir gleich erstmal schweißen? Ja, können wir gerne machen. Können wir gerne machen. Falls du mal was anderes sehen möchtest. Ja, außer dieses blöde Triebwerk hier.